Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Hier heute die Auflösung des Schweißhelden-Fanpakets oder wenn man sagen, wer dieses Fanpaket erhält von mir. So, wichtig, ich lese jetzt schnell die Namen vor und da habe ich noch ein paar Punkte, die mir sehr wichtig sind. Erstens, in dem Fanpaket ist ein T-Shirt drin. Damit das euch passt, wäre es sehr sinnvoll, wenn ihr mir eine Größe mit angebt, diejenigen, die jedenfalls dieses Paket bekommen. Also ich schreibe euch jetzt eine PN und ihr schreibt mir eine PN zurück mit eurer Adresse und wichtig, mit eurer T-Shirt-Größe. S, M, L, XL oder was auch immer ihr halt in T-Shirt-Größe habt. Das muss unbedingt mit Nein in eure E-Mail oder PN an mich. Wichtig noch, ich gebe euch exakt 7 Tage Zeit, mir zu antworten. Wenn alle Personen geantwortet haben, verschicke ich die Pakete mit einem Schlag. Das ist ganz wichtig, weil so kommt keiner durcheinander und so kann ich das mit einem Mal rausbringen. Meldet sich jemand in diesen 7 Tagen nicht, bekommt er auch kein Schweißhelden-Fanpaket. Dann fällt der unten raus und hat damit quasi seine Chance verwirkt. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn man doch hin und wieder mal in sein PN-Postfach reinschaut. Aber kommen wir erstmal zu den Leuten, die dieses Fanpaket bekommen. Ich habe mir einfach mal die Kommentare angeschaut und habe mir so nach Bauchgefühl ein paar Leute einfach ausgesucht. Als erstes wäre das Oldtimer Chris. Dann Max Hi-Fi Kanal, LS 11 Basti, dann Danny Marco Entertainment, und dann Lars Heck. Ich hoffe, ich habe die Namen alle richtig vorgelesen. Für den Fall der Fälle, ich blende euch auch nochmal hier drüben ein. Das sind die Leute, die das Fanpaket erhalten. Wie gesagt, ich brauche unbedingt eure Adresse und eure T-Shirt-Größe in den nächsten 7 Tagen spätestens. Wenn ich alle habe, schicke ich dann die Pakete mit einem Schlag los. Für alle, die halt jetzt nichts bekommen haben, ich kann leider nicht jeden mit so einem Schweißhelden-Fanpaket ausstatten, aber einen Punkt habe ich da noch für euch. Alle 2 Wochen am Montag habe ich immer auf M-Molder Video einen kleinen Flohmarkt, wo ich auch Sachen verschenke, die ich halt nicht mehr benötige oder übrig habe oder ähnliches. Und da sind auch recht interessante Dinge manchmal dabei. Schau doch da einfach mal vorbei und mach dort nochmal eventuell mit. Und da habt ihr dann auch nochmal eine Chance, irgendwas abzustauben. So, das war's damit heute von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.